Hallo und willkommen zurück zu Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Und wir haben in der letzten Folge den Bonus-Level Arrow gespielt. Und jetzt werden wir The Squad spielen. Da geht es wahrscheinlich um den Film The Squad. Das war echt ein nicer Film. Und jetzt werden wir wahrscheinlich ein Level mit dem ganzen Team dort machen. Also rein dort. Na schön, Abschaum. Alarmstufe Rot. Wir werden angegriffen. Dann verdient euch mal den teuren Sprengstoff, den ich euch allen geschenkt habe. Die Sensoren zeigen an, dass ein Eindringling durch die Ostmauer gekommen ist. Er flatterte ziemlich lange um die Notbeleuchtung, bevor er weiter ins Gelände vorgedrungen ist. Haltet ihn auf! Glaubt mir, ihr wollt nicht, dass ich euch noch weiter anfeuere. Hier spricht Amanda Waller mit einem Statusbericht aus der Bell Reef Strafanstalt. Da das Gefängnis angegriffen wird, habe ich alles abriegeln lassen. Die Mitglieder meines Squad-Teams sind auf der Suche nach den Verantwortlichen, um sie auszuschalten. Ob sie wollen oder nicht. Da alles abgeriegelt wurde, sind auch sämtliche Gefängniszellen versiegelt. Nur gut, dass mein Team es gewohnt ist, durch die eine oder andere verschlossene Tür zu kommen. Okay, hier haben wir das Squad. Ich muss zugeben, dass Deadshot ein guter Anführer ist. Auch wenn ihn das nicht groß zu kümmern scheint. Das Squad-Team wird ihn brauchen, wenn wir die Angreifer finden sollen. Gut, hier haben wir das Squad-Team. Und wir werden erstmal die ganzen Ausbrecher aufhalten und alle töten. Nice. Geil, also wir haben jetzt hier Captain Boomerang, El Diablo, Deadshot und Katana. Der ist wirklich Katana. Oh mein Gott. Okay. Hier kann Deadshot ran. Ein paar Hacking-Skills. Dann passt das schon. Wo habe ich mir die Farben gemerkt? Das hier. Das hier. Das. Ja. Ich bin ein Genius. Ah, da kommen sie raus. Oh. Harley. Harley Quinn, meine Lieblingsinsassin. Aber auch sie hat ihren Nutzen. Vor allem mit diesem riesigen Hammer. Moment. Wie hat sie den überhaupt reingeschmuggelt? Ach, sie bekommt immer alles reingeschmuggelt. Und wenn nicht der Joker, dann tut sie's. Denn sie ist ihr treuer Kumpane. So, ich kann einmal das aufspringen. Um ein Minikit zu holen. Jawohl! Ich hoffe, das ist nicht wie in der letzten Folge, wo ich das letzte Minikit nicht holen kann, weil mir ein Charakter fehlt. Das hoffe ich mal. Okay, hier hinten gibt es nichts zum Sammeln, aber dort hoch kann ich. Also gehen wir doch hoch. Also, er kann nicht hochspringen. Kann sie hochspringen? Yep. Tatsächlich. Ein bisschen Geld auch noch dazu. Oh, da ist der Joker. Wie kriegen wir ihn hier raus? Dann müssen wir irgendwie die Leitung hier aufkriegen. Ich glaube, ich brauche für die anderen erstmal eine Leiter. Nee, wir können auch einen Schalter bauen. Das geht auch. Bitteschön, meine Kumpanen. Euer Spezialgebiet. So, hat jemand so ein Stäbchen, wo er das einfach hier rein tun kann? Nee? Vielleicht du, Boomerang-Typ? Nein? Gut. War ja nur ein Vorschlag. Kann jemand Elektrosachen machen? Ich glaube, dass er auch nicht. Aber man kann es ja hoffen. Yo! Ey, Diablo kann einfach so Feuer sprühen. Ne, können sie alle nicht. Okay, dann nicht. Sorry. Dann machen wir hier mal das Tor auf. Schau, wir müssen durch.
Die Insassen gehen die Wände hoch. Was macht King Shark? Sieht aus, als wäre im Untergrund was los. Ich hoffe für die Eindringlinge, dass King Shark heute schon gegessen hat. Habe ich schon erwähnt, dass er tatsächlich ein Hai ist? Er erinnert die Leute selbst gern daran. Er ist ja auch wirklich ein Hai. Ey, da haut er richtig rein hier. Und kaboom. Ihr spielt hier nicht Prison Breaker. Okay, komme ich nie hoch. Ja, ist auch klar. Wie soll er da hochkommen? Das macht die Lady. Obwohl, er muss doch hier hochkommen. Oder? Ah nee, kann das nicht. Harley Quinn? Weil die hat doch ihren Hammer. Genau. Aber das ganze Haus erstmal kaputt machen. Komm, bau hier was. Kannst du noch nichts bauen? Das ist schade. Hier, ey, Diablo kann noch Feuer sprühen. Dann kann er ja mal diese Dinger hier kaputt machen. Oh, Feuer und Flamme. Los. Zerstöre es. Und jetzt brauchen wir hier noch den Boomerang-Typen. Ich hab einen Boomerang. Jawohl. Na. Ey. Lass es mal hier sein. Was für Arschlöcher. Immer wieder ausbrechen, das hilft doch auch gar nichts. Gut. King Shark holt mal hier so einen Stein raus, damit er das da raufschmeißen kann. Ich glaube langsam, dass die Taskforce X hier mehr Schaden anrichtet als die Angreifer. Sieht aus, als müsste ich das Basketballspiel für morgen absagen. Tut mir leid, aber wir brauchen das. Also, ich wollte es eigentlich nicht kaputt machen, aber wir können damit was bauen. Wollte ich nur mal erwähnen. Was zum Teufel ist das? Da kommen so Hanteln rein. Und noch so Reifen. Oh nein, das fliegt genau auf meine Fresse. Okay, zum Glück ist er schnell weggegangen. Wir müssen in den Untergrund. Ja, ja, bevor ich da reingehe, gucke ich mal hier hinten noch nach. Komme ich hier rein? Nope. Och nee, Alter. In jedem Level wollen die immer diese Kackzeile, dass wir die einsammeln. Uff. Ah, guck mal. Kann unser großer Kerl noch was machen? Und weg damit. Da muss ich das irgendwo hinschmeißen? Nee. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier können wir eh nichts machen. Ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Wer oder was auch immer hier eingebrochen ist, muss ganz schön Spaß gehabt haben. Deathstroke. Er könnte uns helfen, da vorbeizukommen. Obwohl ich Slade Wilson nur so weit trauen würde, wie ich ihn werfen kann. So, es hat mal wieder jemand geklingelt. Diesmal war es aber nicht die Post, sondern ein Nachbar, der das Paket haben wollte. Nee, mich nutze ich gern an. Alles gut. Ich bin ja nicht so ein Egoist und behalte das Paket einfach. So gemein bin ich jetzt auch nicht. Oder? Nein, alles gut. So, jetzt komm. Geh wir runter. Wie war er nochmal? Deadshot? Oh nein, die Leitung explodiert. Und das Licht auch. Aber zum Glück gibt es einen Notstrom. Okay, er kann nur so einen komischen, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Stab nenne ich es jetzt einfach. Der Boomerang-Typ. Der atmet hier eigentlich so laut. Oh, hier brauchen wir Brainiac. Den haben ja im Finale freigeschaltet. Ja, ich finde geil, dass der Feuerlöscher einfach selbst rumfliegen kann. Okay, warte, warte. Gab es hier hinten noch was? Da möchte ich kurz gucken. Ja, hier, aber da komme ich nicht rein.
Schade. Mal wieder. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Okay. Deine Hacking-Skills sind wieder gefragt. Ich kann nichts sehen. Ah, okay. Blau, gelb. Oh, scheiße. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Jawohl. Ich bin doch nicht so blöd. Unsere Ziele sollten direkt hinter dieser Tür sein. Amanda Waller. Nice Party, die ihr macht. Okay. Alles klar. Keine Ahnung, was mit denen los war. Aber sie wollten halt eine fette Party feiern. Los, jetzt weiter. Die Bedrohung wurde neutralisiert und als Mr. Drury Walker, alias Cameron Van Clear, alias Killer Moth, identifiziert. Nein, ernsthaft. Weil er wegen seiner mangelnden Computerkenntnisse nicht auf unser System zugreifen konnte, hat er seinen üblichen Monolog gehalten und detailliert über seinen unausgegorenen Racheplan berichtet, das Squad-Team bloßzustellen. Diese bewegende Rede ermöglichte es dem Team, die Motte einzukreisen und platt zu machen. Es war also nur viel Geflatter um den heißen Brei. Da wird nicht lange geflattert, sondern direkt reingemacht. Es war der Flattermann. Also nein, es war die Motte, die der Eindringling war. Haben wir aber neutralisiert. Gut, was wir auch nochmal machen, ist das Level nochmal komplett durchgehen, um 100% reinzumachen. Gut. Freispiel, let's go. Keine Ahnung, wen ich wählen soll. Ich nehme jetzt einfach mal die Motte, weil das gut passt. Let's go. Ja, das hatten wir schon. Stopp. Gut. Ja, skip, kann ich das... Ah, Mann, ich weiß doch. Lol, wir haben schon direkt Brainiac. Hi. Okay, hier ist auch wieder was erschienen, was davor nicht war. Okay. Cyborg, du hast doch so einen Elektroanzug, oder? Nee, Quatsch. Das hat doch Batman. Bisschen Strom pumpen. Jawohl. Ich muss da hoch. Kann ich nicht einfach Charakter wechseln und dann wieder zurückwechseln? Geht das? Ohne dass jetzt das weg ist. Ach, die Stats brauchen wir auch noch. Hätte ich ja noch vergessen. Tatsächlich, ich habe noch den Strom. Also keine Sorge. Alles noch da. Ja, nice. Oh, hier drinnen will ich aber nicht sein. Schnell hier raus. Ja, komm auch mit dir. Okay. Hier brauchen wir Robin. Okay, Robin. Freie Joker. Obwohl, ich glaube, das würde Robin nicht tun. Hi, Joker. Yeah. Er ist gerettet. Okay, und hier hast du wahrscheinlich noch was zum Bauen, oder? Genau. So. Schön mit den... mit dem Brecheisen. Gut, und ansonsten gibt es hier noch was zu finden. Vielleicht in den Räumen. So. Machen wir doch direkt mal auf. Hä? So. Und habe ich mir das jetzt gemerkt? Das. Nein, habe ich nicht.
Ach, Manno. Okay, jetzt habe ich mir gemerkt. Gut. Tore bitte öffnen. Genau, da kann man noch was öffnen. Da auch. Ja, schön. Alquin ist uns egal. Wir wollen da aufmachen. Okay. Hier nehmen wir Killer Grog. So. Das hatten wir alles schon. Okay. Ja, ja, nee. Dann können wir weiter. Gut. Dann machen wir hier kaputt. Jetzt muss ich für den noch das hier öffnen. Kann ich die einmal nicht zurücklassen? Gut, dann komm, Batman. Nein, ich will nicht Harley Quinn. Ich will Batty. Ich muss mal mehr von den Münzen einsammeln. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. Batty, mal hier das Tor öffnen. Kann ich nicht kaputt machen? Okay. Nein, nicht die Münzen verschwinden. Nein, 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 nein. Oh, gerade noch so gesammelt. Gut, dann mal kurz frische Luft schnappen. King Shark ist auch dort. Aber sorry, ich muss jetzt kurz fliegen lernen. Aber warte mal. Können wir mit einem Eischarakter, und zwar sowas wie Killer Frost, das Wasser einfrieren? Hui. Schick. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Vielleicht so ein Eis. Jetzt habe ich auch Bock auf Eis. Gib mir Eis, gib mir Eis. Oh, warte mal, hier kann man Gedankenkontrolle spielen. Ja, machen wir doch. Warte mal. Mäffel. Gut. Und dann können wir hier den Schalter hoch machen. Nee, runter machen. Jetzt ballert der einfach so eine Rakete. Eine böse, böse Rakete. Eine Giftrakete. Okay, ich will mal gucken, ob da auch direkt das Minikit ist. Oder vielleicht ist da auch Adam West. Die müsste ja auch noch helfen. Einen Charakter, der durch Gift gehen kann. Stimmt, Robins Outfit. Na, der kann er durch. Aber was muss er jetzt genau machen? Ich muss wahrscheinlich genau hier das Zeug sammeln. Dann sammeln wir wieder hier das Zeug ein. Ist in jeder Ecke hier. Gut. Dann sammeln wir doch. Ah, ich brauche noch 10 kleine Sternchen. Gut. Haben wir alle. Was ist jetzt hier mit dieser Rakete? Kann ich nichts machen. Oder kann King Shark da vielleicht dort rein? Ne. Bringt auch nichts. Okay, hast du denn noch mehr von diesen Kisten, aber ich hab doch schon alle Einzelteile. Jetzt geht doch mal weg. Ihr nervt. Ein bisschen Licht tanken fehlt auch nicht. Wenn wir einen Blick hineinschauen. Ah, guck mal. Genau danach habe ich gesucht. Ich brauche 50.
Kein Wunder, dass das so viel hier rumliegt. Wenn ich 50 brauche. Okay, ich brauche nur mal 25. Jetzt habe ich wie viel? 10. Wow. Jetzt habe ich 16. Oh, ich brauche viel mehr. Wir müssen hier doch noch mehr von diesen Kisten sein. Aber ich sehe keine mehr. Ich sehe wirklich keine mehr. Oh Mann, das ist ja kacke. Dann machen wir erstmal hier alle Sachen kaputt. Und Punch. Vielleicht hilft das auch noch ein bisschen was. Ja, du sollst ja auch nicht da reinlaufen. Blöd, Mann. Ich hätte gerne einen Charakter, der alles kann. Das wäre so geil. Übrigens, Superman kann sich immer zu Clark verwandeln. Hier ist auch der passende Anzug. Dieses Atmen von King Shark ist irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja wieder 30 Stück. Guck mal. Keine Ahnung, wo die herkamen, aber okay. Reicht aber immer noch nicht. 16 brauche ich noch. Jawohl, in der Ecke sind noch was. Oh, hier ist auch noch was. Genau da wollte ich auch reingucken. So, wo sind denn jetzt noch ein paar Teilchen? Guck mal, dafür ist auch die Hand da. So. Alter, ist das dein Ernst? Als ob du das jetzt mit der Hand da nicht aufbekommen hast. Gut, dann machen wir das halt so. Nein. Keine Bombe platzieren. Ach, vielleicht hier diese Dinger kaputt machen. Nee, das hat irgendwie nicht so viel geholfen. Dann bau doch bitte. Hallo. Dann haben wir das schon mal gebaut. Ich brauche mal noch mehr von diesen Teilchen. I need more. Warte. Hä? Jetzt habe ich schon wieder 16. Woher kommen denn die ganzen Teilchen? Ich habe nicht mal was gesammelt und trotzdem habe ich was. Aber okay, ich verzichte nicht darauf. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, dann fehlen uns ja nur noch 2 Stück. Aber hier, das können wir immer noch nicht. Können wir immer noch nichts machen. Ah doch, jetzt konnte ich was machen. Gut so. Okay. Dann können wir jetzt weiter. Aber wo ist Adam West eigentlich? Den habe ich noch nicht gesehen. Das werden wir aber auch, glaube ich, herausfinden. Okay, Adam West, wo bist du? Irgendwo musst du doch irgendwo sein. Hier kann man graben. Das sehe ich. Das kann unser Green Lantern. Der gräbt nicht, der bohrt. Ach, guck mal, das ist sogar schon für Green Lantern. Ich kann halt nicht sehen wegen Shark. Jungs, Tor öffnen. Hä? Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Ach, guck mal, da ist doch Stanley. Stanley, sag ich schon. Adam West. So. Jetzt auf sie.
Keine Sorge, Adam West. Wie heldenhaft. Was für eine übermenschliche Statur. Du erinnerst mich fast an mich selbst. Komische Referenz. Okay. Hier vorne kann Brainiac was machen. Geh weg. Okay, jetzt sehen wir auch endlich mal seine Kräfte. Ach, er schrumpft das. Genau. Ich habe hier auch noch nichts anderes gefunden. Oh nein, wenn ich was verpasst habe, dann ist das kacke. Oh oh. Ich habe so ein bisschen Angst. Oh scheiße, müssen wir vielleicht die Kameras aufmachen? Oh, zum Glück nicht. Ich dachte jetzt, mache alle Kameras kaputt. Okay, also. Hier lang können wir nicht. Oder müssen wir in so Miniform hier reingehen? Hier gibt es nichts mehr zu finden. Hier vielleicht? Nee. Ach nö, haben wir jetzt wirklich was verpasst. Ja, das wäre jetzt wirklich schade. Da helfen auch nicht die Kameras. Och, das ist jetzt. Das ist wirklich kacke. Was geht mir da? Das ist irgendwie auffällig. Machen wir immer für Sicherheit trotzdem alle Kameras hier kaputt. Man weiß ja nie. Oder müssen wir vielleicht irgendwie so einen Code da aktivieren? Dass. Bieter irgendwie aufgeht. Also wir haben da irgendwie grün, blau und rot. Also. Haben wir überhaupt einen grün? Einen grün haben wir doch gar nicht. Ach, guck mal. Ah. Grün, blau, rot. Tatsächlich. Hätte ich da nicht mal reingeguckt. Dann hätten wir es nicht gefunden. Alter, es ist für mein Gehirn viel zu kompliziert. Jetzt hab ich's raus. Ich stelle mich nicht blöd an, nein. Jetzt aber. Ja. Aber uns fehlt halt trotzdem noch was. Ja, zwei Minikits. Ach Mann. Das ist doch kacke. Gehen wir jetzt raus. Hier habe ich ja noch weniger gefunden als in der letzten Folge. Gut, werde ich alles offscreen noch fertig kriegen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.